Hallo, ich bin Florian Krüger-Schantin. Ich arbeite seit vielen Jahren im deutschen Synchrongewerbe. Und ich bin die deutsche Stimme von Florian Krüger-Schantin. Und ein paar anderen Knusperköppen. Aber hauptsächlich bin ich meine deutsche Stimme. Rhea, ich rede jetzt mal bedrohlich mit dir. Wollen wir dabei ins Detail gehen? Ja? Oh, gute Idee. Wie bist du zum Synchron gekommen? Das war eigentlich verhältnismäßig einfach. Ich habe in der Kneipe gewohnt, neben der Schauspielschule oder nicht weit von der Schauspielschule, wo die Schauspielschüler verkehrten. Die waren ganz hinten drinne. Und vorne saßen die Cracks, die also in Johannisthal oder in Babelsberg synchronisiert haben. Das war schöne Weide, musste man umsteigen. Und ich habe über der Kneipe gewohnt und habe die Kneipe zuweilen auch betrieben, wenn der Wirt zu besoffen war, um die Kneipe zu betreiben. Damals habe ich noch viel getrunken und das hat sich so als Wechselbeziehung ganz günstig ergeben. Und da haben eben Leute so vom Synchron erzählt und ich habe dann irgendwie gesagt, da kann ich doch mal mit hinkommen. Dann haben die gesagt, naja, musst du dich da vorstellen und dann so. Ja, und dann hat das irgendwie geklappt. Als Student so, damals hieß das gelbe Mütze, schwarzes Hemd. Heute sagt man Ensemble oder Menge Masse, also gelbe Mütze, schwarzes Hemd. Und dann habe ich jahrelang gelbe Mütze, schwarzes Hemd gemacht. So, also, ja, hallo und... Darf ich da lang? Und so ein Scheiß, ne? Also, ja. Erinnerst du dich an deine erste Synchronrolle? Ja, und zwar, ich habe immer im Sommer, also im Osten durften ja eigentlich nur die Kollegen vom Theater, hauptsächlich, also die von den Theatern haben synchronisiert und der Rest war so Kompott. Und im Sommer, wenn die Theater Ferien hatten, dann durften die anderen auch mal synchronisieren. Also im Sommer habe ich immer große Rollen gesprochen und dann im Herbst bin ich wieder zur gelben Mütze, schwarzes Hemd gegangen. Und dann haben wir im Sommer irgendeinen Russenfilm, einen russischen Kriegsfilm gemacht. Und ich war früh mit Pitt Reinicke, der war offenbar nicht im Urlaub, vor dem Mikro und gucke auf die Szene da und denke, das ist doch komisch, das soll 1944 spielen. Und was da rumfährt, sind Ural-LKW, die sind erst ab 1970 gebaut worden. Und so Panzer, die erst ab, was weiß ich, 60er Jahre gebaut wurden. Das ist ja komisch. Und da sagte Pitt zu mir, mach dir eine Strauß, meiner hat eine Quarzuhr um. Also da hatte der Schauspieler, waren Quarzuhren gerade neu und der meinte, der behält die da, 1944 hatte der eine Quarzuhr. Und da habe ich also einen Panzerkommandanten gesprochen, der... dann heldenhaft stirbt. So, das war so die erste größere Rolle, also ein Russenfilm. Worin unterschied sich die Synchronarbeit in der DDR von der in der BRD? Die Takes waren viel länger im Osten. Es wurde also entschieden mehr, also manchmal auch nur äußerlich, aber entschieden mehr künstlerisch gearbeitet. Es ging also weder um Tempo noch um ganz schnell, also um irgendwie ganz schnell professionell zu sein. Es wurden viele Kollegen auch entwickelt, wenn sie gut klangen, wenn sie gut gespielt haben. Dann hat man richtig so einen Entwicklungsregisseur bekommen und der hat dann gesagt, wir versuchen dich mal über ein paar größere Aufgaben an was ranzuführen. Das Spektrum war nicht ganz so groß wie heute, natürlich nicht. Also wir haben hauptsächlich also Filme aus dem osteuropäischen Raum und selten mal französische Filme und so. Es war, wie gesagt, also ein höherer, also von der Atmosphäre ein höherer schauspielerischer Anspruch. Es ging nicht um technische Professionalität, sondern um künstlerisches Vermögen eher. So, also auch bei diesen 0815-Filmen, die wir damals auch gemacht haben, das war nicht alles Kunst, was wir da bekommen haben, aber es wurde eben sich bemüht, das also ernster zu nehmen. Bist du auf eine deiner Synchronrollen besonders stolz? Stolz bin ich, wenn meine Klavierlehrerin zu mir sagt, dass ich Erik Satie, die kleinen Stücke, sehr spiele, weil ich das eigentlich gar nicht kann. Und wenn sie sagt, ich spiele das schön, da bin ich stolz. Ne? Aber bei Synchron kann ich nicht auf irgendwas stolz sein. Also ich habe ein paar Sachen gemacht, die wahrscheinlich nicht so viele andere gemacht haben und die großen Spaß gemacht haben. Also ich habe zum Beispiel mal eine Serie mit Affen, Deutsch gemeint, haben sie Affen in Kostüme gesteckt und so. Und das war eigentlich eine Kinderserie. Und ich sollte dann diese Serie für das Erwachsenenpublikum machbar machen. Und auf Affen kannst du ja drauf tun, was du willst. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das war einfach wunderbar. Da konnten wir also vor uns hin reden, was wir wollten.
Und es hat einen Riesenspaß gemacht. Und ich habe vorhin schon erzählt, da haben Stefan Friedrich und Anke Reizenstein die Hauptrollen gesprochen. Und Stefan sagte immer, wir kriegen hier entweder einen Grimme-Preis oder wir werden verboten. Also irgendwie, es war verhältnismäßig ungewöhnlich für damals und es hat Riesenspaß gemacht. Und großen Spaß gemacht haben eben auch die Monkees. Die habe ich vor ein paar Jahren eine Serie mit den Monkees deutsch gemacht. Und da bin ich mit der Rohübersetzung ins Atelier und die Kollegen kamen immer rein und sagten, guckten auf das Ding, sag, guck da nicht drauf, ich sag dir gleich, was du sagen sollst. Und dann habe ich denen das gesagt. Und die so, wie jetzt? Ich sage, du sagst jetzt, was ich gesagt habe. Ach so, ja, so. Und trotzdem hatten wir eine Cutterin da sitzen, die das auch noch synchron haben wollte. Die hat gesagt, du kannst jetzt hier nicht so einfach vor dich hin improvisieren, du musst das synchron machen. Und das haben wir dann gemacht. Und dafür habe ich dann von Arte ein Dankschreiben bekommen. Das war, also das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben eine Folge auch mit so 6, 7 Leuten im Atelier, da haben wir, habe ich gesagt, wir lassen die Folge durchlaufen. Wir machen die ganze Folge durch. Mit Gitarre, dann kam noch einer rein. Wir haben alles so rein improvisiert. Und die Folge hat Arte nicht gesendet. Also bis 20 Minuten vor Sendung hat unser Redakteur, der mit im Studio war, noch mit dem Chefredakteur diskutiert, dass er die Folge senden soll. Hat er nicht gemacht und er hat die unsynchronisierte englische Fassung gesendet. Weil er sich nicht getraut hat, also dieses für Synchron völlig ungewöhnliche Format dann ans Ende dieser Serie noch zu setzen. Aber alles andere war schön. War sehr schön. In der Serie Suits sprichst du Louis Litt fürs Dialogbuch und Synchronregie. Wie ist die Arbeit an der Serie? Also angefangen hat es eigentlich sehr schön. Da hat Sven Hasper die Bücher gemacht und Regie gemacht. Und es gab ein großes, also es gab immer wieder Castings. Und das Ungewöhnliche war, dass die Gegenüber gesagt haben, wir wollen Schauspieler, keine Sprecher. Das hat man sonst von den Leuten nicht gehört. Also sonst so, bäh. Und jetzt werden also die Hauptrollen bis auf den Mike, den spricht Ozan Üzer, Ünal, die werden also von Leuten gesprochen, die im Schnitt 10 bis 15 Jahre älter sind als die Originalkollegen, weil die für die Originalkollegen nicht das an schauspielerischer Qualität gefunden haben, was sie haben wollten. Da haben bestimmt auch welche in der Altersgruppe einfach keine Zeit gehabt, zu dem Casting zu kommen oder sowas. Aber das war eben, wie gesagt, das erste Mal, wo die sagten, wir wollen Schauspieler haben. Und es war ein hoher Qualitätsanspruch, der von der Vorlage auch lange gehalten wurde, bis sie sich entschlossen haben, eine Seifenoper zu werden. Und dann auf der Couch rumsitzen bei der Psychologin und über Mutti reden und immer so Pseudoprobleme vor sich herschieben, bei denen jeder vernünftige Mensch sagt, also pass auf, machst du so, ist fertig. Dann ist aber die Dreiviertelstunde noch nicht rum von der Folge. Ne? Also es war eine Serie so für eingefleischte Fans. Und dann kam die Nummer mit Meghan Markle und Prinz Harry. Und dann stand in der Bild eben Meghan Markle, bekannt aus Suits. Und der Bildleser hat gesagt, Suits, was ist das denn? Suits, kenne ich nicht. Musste aber kennenlernen. So, und seitdem gucken Leute Suits wie die Verrückten. Und ich werde pausenlos darauf angesprochen. Aber das hat also an der Qualität oder an der Herangehensweise nicht geändert. Ich ärgere mich nach wie vor darüber, dass die in den Originalbüchern einen solchen Unsinn verzapfen, dass es zum Himmel schreibt. Also das beste Beispiel, also von dem Louis, die langjährige Freundin, vor der er sich getrennt hat, diese Trine, wie heißt sie? Sheila, die hat einen Verlobten. Ne? Und der wird in der Folge 708 vorgestellt, dieser Verlobte, der heißt Hank. In der Folge 713 wird der Verlobte wieder vorgestellt. Da ist es ein anderer Schauspieler, der heißt Xander. Und es wird uns nicht erklärt, warum der einmal Hank hieß und Verlobter war und warum er 3 Folgen später Xander heißt und Verlobter ist. Wissen wir nicht. Wissen die wahrscheinlich auch nicht. Aber das sind so die Sachen, bei denen du nichts machen kannst. Also bei anderen Sachen, wenn sie also moralisch fragwürdige Dinge versuchen, also als glaubwürdig zu verkaufen, da habe ich zum Glück eine wunderbare Redaktion, die mir gestattet, das so abzuschwächen, dass es für unseren Kulturkreis halbwegs akzeptabel ist. Also ich mache keine Bücher, um die Deutschen zu verdummen. Und auch wenn das Original das vorgibt und es ist einfach Bullshit, was die da machen, muss es erlaubt sein, das also für unseren Kulturkreis so zu ändern. Hast du durch Suits juristisch etwas gelernt? Nee, ich habe eine Menge darüber gelernt, was alles nicht geht. Also die Interopa beschäftigt einen Juristen, den Tim Neu, der viel Ahnung von Synchron hat, der also auch sehr viel gesprochen hat.
und der an der Columbia studiert hat. Der kennt sich mit amerikanischem Recht aus. Und der versucht als erstes, bevor, also schon mit der Rohübersetzung und bevor ich das deutsche Buch mache, versucht der, also irgendwie eine Linie reinzukriegen, dass das amerikanische Recht für unsere, auf unseres übersetzbar ist. Das ist manchmal nicht ganz leicht und manch, wir haben auch mehrfach also darüber nicht wirklich gestritten, aber er sagte, das hast du da falsch gemacht in dem Buch, das ist nicht richtig. Und ich sagte, das aber, was die im Original reden, ist falsch. Ich habe das jetzt für uns richtig gemacht und dann 3 Folgen später ist denen auch aufgefallen, dass die das im Original falsch gemacht haben und dann haben sie es irgendwie versucht, so ein bisschen rumzumodeln. Und das passiert eben immer wieder. Die drehen an 3 verschiedenen Orten, die sprechen sich offenbar nicht ausreichend untereinander ab, wer wann was sagt, und dann kommen solche Sachen zustande. Und da versuchen wir eben von vornherein, das also so zu gestalten, dass nicht pausenlos gefragt wird, was ist denn da jetzt der Zusammenhang? Aber rein rechtlich konnte man nur in den ersten Staffeln was lernen, wo die sich wirklich bemüht haben, juristische Probleme, diffizile Probleme zu stellen und die durch diesen handelnden Haupthelden Mike, das Superhirn, lösen zu lassen und die anderen Anwälte alt aussehen zu lassen. Ne? Das ging. Und dann haben sie die Anwälte eingespart und haben sich also Sachen ausgedacht, die kann heute jeder lösen, der also den Gerichtsbericht am Wochenende in der Zeitung liest. Also der ist dann auch juristisch gebildet genug. Du bist Schauspieler, Dialogbuchautor und Synchronregisseur. Wonach wählst du deine Projekte aus? Nach Spaß. Also mit Anfängen synchron war es nach Geld. Also macht man also natürlich macht so Spaß, aber man verdient halt Geld damit. Und bei allen anderen Sachen muss ich sagen, also ich habe Drehbücher, die weitere Arbeit abgelehnt, weil ich bestimmte Dinge ändern sollte, die ich nicht wollte. Also jetzt für Film. Bei diesem Musical zum Beispiel, bei dem ich das Libretto geschrieben habe mit einem Kollegen zusammen, Paradise of Pain. Also ist inzwischen vor 20 Jahren aufgeführt worden. Inzwischen wird es wieder hier und da aufgeführt. Wir haben gerade versucht, in Hof das in die heißt glaube ich Deutschlandhalle oder Jahrhunderthalle oder irgendwie, Ensuite reinzukriegen, hat aber nicht geklappt. Geld. Also da war das eine fruchtbare Zusammenarbeit. Ansonsten im Synchron zum Beispiel versuche ich Sachen zu machen, die mich also persönlich nicht belasten. Also ich habe im letzten Synchronboom Anfang der 90er habe ich mal gesagt, ich mache keine Filme, in denen Kinder zu Schaden kommen. Ich mache keine rassenverhetzenden Filme. Ich mache keine so MeToo und so. Das damals, und da hat mich dann ein Kollege gefragt, hast du überhaupt noch was zu tun? Ja, es ist schwierig, ne? Aber es geht. So. Und ansonsten, eigentlich ist wirklich das Entscheidende der Spaßfaktor. Und wenn man sich über Spaß mit jemandem einigen kann, dann kommt der Geldfaktor dazu. So nach dem Motto, wenn Sie einen Mercedes wollen, können Sie nicht einen Lada bezahlen. Dann müssen Sie einen Mercedes auch bezahlen. Bist du auf eine deiner Synchronrollen besonders stolz? Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, Wassermann war das? Ein deutscher Schauspieler des Anfangs des vorigen Jahrhunderts, den heute keine Sau mehr kann. Der hat gesagt, ich kann mein Publikum nur zu Tränen rühren, wenn ich innerlich eiskalt bin. Und das ist tatsächlich ein schauspielerischer Prozess, die Glaubwürdigkeit herzustellen, ohne selber in Tränen zu zerfließen. Das heißt nicht, dass die mich nicht erwischen, dass ich also nicht anfange zu heulen, weil eine Szene so auf den Punkt gebaut ist, dass ich denke, scheiße, jetzt haben sie mich wieder. Ja, natürlich, aber für die Figur überhaupt nicht. Also in einem Film ist es noch was anderes, wenn du eine Rolle sprichst, die, sagen wir mal, 100, 150 Takes hat und der Kollege ist halbwegs wandelbar und so, dann erreicht dich das, was er macht, auch eher, als wenn du das so jetzt suchst. Wir sind in der 7. Staffel, es wird eine 8. geben. Also seit 7 Staffeln spreche ich diesen Knusperkopf. Und ich kenne seine Mittel nun wirklich in- und auswendig. Er macht auch nichts mehr Neues, denn er soll ja auch nichts mehr. Er soll ja Louis Litt sein und nicht irgendwie so. Und das ist dann auch nicht mehr überraschend. Und auch wenn der anfängt zu heulen, dann gucke ich eher drauf, Mensch, hat er einen Fuß falsch gestellt oder da ist ein Anschlussfehler oder was. Das hat nichts damit zu tun, dass das anschließend nicht glaubwürdig ist. Es ist nur so, dass mich also das emotional dann nicht mehr erreicht. Also überhaupt nicht.
Also muss man halt herstellen können und das geht in den meisten Fällen. Du bist Gründungsmitglied des IVS. Wofür setzt sich der Verband ein? Also den gegründet hat also hauptsächlich Peter Reinhardt den Verein und ich war also bei der Gründungsveranstaltung mit dabei, also Gründungsmitglied. Und gegründet wurde der, um Schauspielern eine Sozialversicherung zu garantieren. Also es gab damals einen Trend, Synchronschauspieler, ich finde den Begriff übrigens furchtbar, aber der hat sich damals durch den Verband so eingeführt. Also es gibt Schauspieler, es gibt Darsteller, aber na gut, also man kann Synchronschauspieler sagen, wie man Filmschauspieler sagt und Theaterschauspieler sagt. Im Prinzip ist es der Beruf und Synchron ist eine Facette des Berufes. Und wir haben eben damals versucht, diese Sozialversicherung für Schauspieler wiederherzustellen. Schauspieler sind abhängig beschäftigt und man hat uns damals gesagt, ihr geht alle in die Künstlersozialkasse. Die nimmt aber nur selbstständige Künstler. Und die Künstlersozialkasse hat gesagt, ihr seid nicht selbstständig, wir nehmen euch nicht. Und daraus ist eben eine Welle von Prozessen, die wir dann angeschoben haben, unterstützt haben und so. Also sehr viel Arbeit in den Anfängen, sehr viel Gespräche mit Politikern, mit Leuten im Bundestag, mit Parteien. Also ich war laufend irgendwo im Paul-Löbe-Haus und im Bundestag und habe mit den Leuten geredet und bin, was unsere politische Arbeit und Beamtentum betrifft, vollkommen desillusioniert worden in dieser Zeit. Und wir haben es aber dann nach 12 Jahren geschafft, dass das Bundessozialgericht gesagt hat, Schauspieler sind abhängig beschäftigt. Es kann nicht sein, dass die als Selbstständige abgerechnet werden. Es müssen Sozialabgaben gezahlt werden. Das stand auch schon im Sozialgesetzbuch 4. Das habe ich damals in einem der ersten Briefe den Firmen auch mitgeteilt. Aber das wollte eben keiner wissen. Wie gesagt, es hat 12 Jahre gedauert. Hat mich einiges an Illusionen gekostet, weil wir eben jahrelang tatsächlich geschnitten wurden in der Szene, meine Frau und ich, Peter natürlich auch. Und ich hatte also keine Arbeit mehr im Synchron und da habe ich von den Firmen nichts anderes erwartet. Also ich habe den ganzen Schriftverkehr des IVS gemacht, das meiste wussten die, dass das also aus meiner Feder ist, also nach Absprache innerhalb des Vorstandes. Natürlich war ich der böse Feind. Und natürlich haben die versucht, sich diesen bösen Feind wegzuhalten. Aber es hätte eben Möglichkeiten gegeben für die lieben Regiekollegen oder die Produktionsleitungen, die so sehr darauf bestanden haben, mit mir zu arbeiten, zu sagen, das ist uns wurscht, wir beschäftigen den trotzdem. Hat keiner gemacht. Und das ist dann so letztendlich die Erfahrung aus dieser gemeinnützigen Arbeit. Also wenn man nicht bereit ist zu sagen, ich mache das, weil ich das für richtig halte, aber ich will weder irgendwie ein Dankeschön noch irgendwie etwas davon haben im Sinne von, was weiß ich, Arbeit oder Karriere. Wenn man das nicht denken kann, dann sollte man das nicht machen. Ein bisheriger Höhepunkt deiner Karriere? Also der Höhepunkt meiner Karriere ist schon lange her, glaube ich. Also eigentlich, ich bin ja zur Schauspielschule gegangen, weil ich Regie führen wollte. Also mein Vater war ein begnadeter Regisseur. Und war Intendant in Putbus und ich habe also als Kind immer schon bei ihm drin gesessen und habe versucht zu begreifen, wieso er mit den Leuten, wenn er mit ihnen arbeitet, so anders umgeht, als was er zu Hause erzählt. Zu Hause, ne, am Mittagstisch, dieser Knusperkopf oder was ist, und dann sehe ich den bei der Probe und er ist ganz liebevoll und versucht ihm zu helfen und hebt ihn und führt ihn und daraus habe ich eben so für Regie meine Grundlage gelernt und wollte immer Regie führen. Das habe ich auch lange gemacht und dann, also schon als Amateur, also ich habe Musik gemacht und parallel habe ich so Programme für ein Kulturhaus geschrieben und dann da auch Regie geführt. Und dann gab es eine Umgruppierung, da hieß es, das dürfen bloß noch Profis machen und da habe ich gesagt, na gut, ich kann eh nichts anderes, ich gehe zur Schauspielschule. Aber ich bin zur Schauspielschule gegangen, weil ich Regie führen wollte. Ich habe gesagt, ich kann nicht Regie führen, wenn ich als Regisseur nicht weiß, was in Schauspielern vorgeht und was ich von ihnen erwarten kann. Also ich habe das erste Mal mit 4 Jahren auf der Bühne gestanden und habe dann so 12 Jahre regelmäßig Theater gespielt. Aber das sind eben Kinder- und Jugenderfahrungen. Das kannst du nicht mit Erwachsenen gleich. Und deshalb bin ich dann zur Schauspielschule. Und anschließend war ich in Halle am Kinder- und Jugendtheater und am Puppentheater. Und da haben wir ein Märchen gespielt. Da habe ich mir einen lang gehegten Wunsch erfüllt. Da durfte ich die Hexe geben.
Da gab es eben diese, der Höhepunkt der Karriere war, dass ein Freund und ich damals so einen Wettstreit hatten, dass wir in einer Ziehung mehr als 30 Bier trinken können. Das haben wir an dem Abend geschafft. Und am nächsten Morgen um 10 war Vorstellung, aber es hatte an dem Abend das ganze Ensemble mitgetrunken. Und ich bin also in die Maske und habe mich angezogen und Bö und Hexe und so. Und gehe also in die Gasse und warte auf mein Stichwort und sehe, wie zwei Kollegen, Kolleginnen oder Kollegen, gerade die Kollegin, die die Prinzessin spielt, die mir das Stichwort geben sollte, zum Kotzen auf die Seite führen. Die so, da dachte ich, oha, also Stichwort wird wohl nicht sein. Aber es passierte nicht. Und der Laden war voller Kinder. Das war das Clubhaus der Stahlwerker in Riesa. Und da bin ich raus und habe Faxen gemacht für die Kinder. Ich weiß bis heute nicht was, weil ich ja betrunken war, ne? Aber es war sehr lustig und es hat sehr viel Spaß gemacht und die Vorstellung ging dann noch so weiter. Dann also war irgendwie Finale auf der Bühne und die Hexe irgendwie gefesselt und da steht neben mir einer, ich denke, den habe ich hier noch nie gesehen, was macht denn der hier? War unser stellvertretender Intendant, der meinte, er muss sich so eine Russenpudelmütze aufsetzen und auch mal mit auf die Bühne und ein bisschen mitmachen und so. Es war jedenfalls sehr fröhlich. Und der Obergag war, dass damals, wenn also so DDR-Theater, wenn die irgendwo auf Abstecher gefahren sind, da musste der Vertragspartner immer eine Auswertung von dem Gastspiel so schicken. Und bei uns im Theater stand am schwarzen Brett, dass das ein wunderbares Gastspiel war, dass nur ein Wermutstropfen in die Beurteilung fällt, dass die Qualität und die Spielfreude der ersten Vorstellung von den anderen dreien nicht mehr erreicht wurde. Und in der ersten Vorstellung waren wir alle schnickendun, wie gesagt, und ich habe einen Hexensolo gegeben, da hätte ich gerne noch Video gehabt. Ich weiß bis heute nicht, was ich gemacht habe und was ich gesagt habe, aber ich weiß, also diese Erinnerungen, die ich habe, sind vor Freude brüllende Kinder. Und die sind ja auch leichter zu erhalten, so als Hexe und sonst was, kannst ja viel machen. Aber es hat ganz schön lange gedauert. Und das war etwas, das hätte ich gerne auf Band. Und ansonsten Musik, also ich bin nur Schauspieler, so, weil man damit mehr Geld verdienen kann als mit Musik. Wie wichtig ist ein musikalisches Verständnis beim Synchronisieren? Also müssen wir unterscheiden. Also rhythmisches Verständnis ist sehr wichtig. Also wir haben viele Leute, die von der Musik kommen, die ein rhythmisches Grundgerüst haben und deshalb also für den rein technischen Ablauf viel besser geeignet sind als jemand, der sich damit nie beschäftigt hat, der das also quasi so learning by doing dann erfahren muss. Das ist schon, also Musikalität auch, was Klänge betrifft und Zwischentöne und sowas. Also ich sage immer, ich inszeniere oder ich führe nicht Regie. Also ich will keine Töne, ich will Zwischentöne. Töne kann jeder. Zwischentöne sind das Wichtige, das, was es interessant macht und wo es dann anfängt zu klingen. Und jemand, der also Zugang zu Musik hat oder selber Musik gemacht hat, hat dafür natürlich ein viel besseres Ohr als jemand, der also musikalisch völlig desinteressiert ist, sogar unmusikalisch. Der hat es dann einfach schwerer. Was wünschst du dir für die Zukunft der Synchronbranche? Eigentlich wünsche ich mir, dass auch für diese 0815-Produktion, das ist ja etwas, was sich keiner wirklich oder was keiner wahrhaben will, 80%, 85% unserer Arbeit bestehen darin, aus einem Stück Scheiße ein saures Bonbon zu machen. Es ist eben nicht alles toll, was wir aus Amerika kriegen. Oder sonst woher. Ne? Und es wird eben leider Gottes jetzt unter dem Zeitdruck riesengroßes Angebot. Es muss immer schneller gehen, die Preise steigen aber nicht. Und es wird dann so, ach, das versendet sich, ist so das Argument. Und damit schaffen wir uns die Branche einfach ab. Wenn wir arbeiten hauptsächlich jetzt für Streamingdienste, wird immer mehr. Die Fernsehsender und werden immer weniger, die Kinofilme sind überschaubar. Und sobald es mehr Klicks für das Original gibt als für die deutsche Fassung, sehen die gar nicht mehr ein, warum die was synchronisieren sollen. Wenn die deutsche Fassung nicht gut ist, gucken die Leute wirklich lieber das Original. Und da würden wir uns wirklich selber abschaffen. Also man sollte tatsächlich versuchen, auch wenn es also jetzt keine große Kunst ist, das wenigstens ordentlich zu machen. Und genau da liegt die Problematik, weil wir ein Missverhältnis im Lohngefüge haben. Die Amis sagen, aus einem schlechten Buch kannst du keinen guten Film machen. Bei uns ist der Autor eigentlich im Verhältnis zu den Leuten, die die Hauptrollen sprechen, der am miesesten Bezahlte. Eigentlich ist aber das, was er macht, die Grundlage dafür, dass die das überhaupt sprechen können. Und Bücher werden furchtbar schlecht bezahlt im Verhältnis zu den Gagen. Unsere Gagen werden niedrig gehalten, weil die Amerikaner einfach wissen, was sie bei sich zu Hause bezahlen.
Ich weiß nicht, ob du das Beispiel kennst mit den Simpsons. Die Simpsons haben vor 3 Jahren die Sprecher, also das ist wie gesagt diese gelben Dinger da, die Sprecher haben gestreikt, weil in ihren Verwertungsrechten die Internetverwertung, die Streamingdienste nicht dabei waren. Und sie haben, der Streik war erfolgreich, sie haben höhere Bezüge bekommen. Die kriegen jetzt statt $350.000 pro Folge, Schnitt 100 Takes, $375.000 pro Folge. Natürlich möchte, dann kann man das nicht auf Deutschland umsetzen. Aber allein mit dem Inflationsausgleich müsste der Take heute 10 Euro kosten und nicht so wie immer, also Anfänger 2,50 und dann her, die meisten haben 3,50. Und wer seine Gage erhöht, muss einen Haufen Feststimmen haben, was dann natürlich auch wieder dazu führt, wenn eine Feststimme ist, kann Hörbücher machen, da steht dann drauf mit der Stimme von, ist also ein wirtschaftlicher Aspekt. Aber das sind, das ist ein Missverhältnis, das generell besteht, weil mit dem Boom der 90er Jahre eben auch ganz viele Leute deutsche Synchronbücher gemacht haben, die einfach wirklich furchtbar waren, die den Namen nicht verdient haben. Und da ist dann so eine Aversion der Redaktionen gegen Dialogbuchautoren entstanden. Und das hat sich bis heute, naja, es hat sich schon gelegt, aber der Qualitätsanspruch ist immer noch nicht so hoch, dass man sich klar darüber ist, dass man ein deutsches Dialogbuch nicht in der Zeit schreiben kann, in der man es aufnimmt. Das ist, wird aber zum Teil bei den Terminen heute erwartet. Dass du hast eine Woche Zeit für die Folge, die hat 450 Takes, da schreibst du das Buch und dann nimmst du es auf und am Ende, Wochenende mischen wir den Scheiß. Und das kann keine Qualität werden. Das wird also quasi gestaltetes Overlay mit dem Anspruch an Synchron, ist aber kein Synchron. Und wenn das Schule macht, dann, wie gesagt, schaffen wir die Branche ab. Also man sollte tatsächlich mehr Wert auf Qualität legen und das geht los mit der Ausbildung. Wir haben keine Autoren. Also die meisten, die Rohübersetzungen machen, fangen dann irgendwann an, ach, ich könnte mal ein Dialogbuch schreiben. Und dann schreiben sie also ein über die Maßen schlechtes Dialogbuch. Das wird im Atelier aber so hingebogen, dass es halbwegs geht. Und dieses halbwegs gehen heißt dann, dann kann er noch ein Dialogbuch schreiben. Ja, und das sind also diese Wege, wir haben versäumt, also mit allen Vereinen, die wir gegründet haben, wir mit dem IVS versäumt, mit der Gilde versäumt, Leute wirklich auszubilden, das zu machen. Und ausbilden heißt nicht, dass die dreimal im Atelier sitzen und glauben, jetzt können sie das. Es gibt ganz wenige Leute, die wirklich gute Dialogbücher schreiben können, die sich auch die Zeit dafür nehmen und sagen, ich muss das in, die nicht sagen, ich muss das in 2,5 Tagen schaffen, weil ich so und so viel Geld dafür kriege und dann muss das eben in der Zeit drinne sein. Ne? Und das ist schwer. Und das würde ich mir für die Branche wünschen, aber das ist so ein Wunsch, von dem ich weiß, dass der nicht in Erfüllung geht. Da ist die Branche ganz einfach zu sehr am Geld orientiert und zwar alle eigentlich am Sparen. Also ich höre heute noch von den Firmen, dass sie die Schwierigkeiten haben, weil wir mit dem IVS irgendwann diese Gagenerhöhungen durchgedrückt haben. Und das ist vollkommener Unsinn. Ne? Also die Kosten sind nicht die Schauspieler, auch wenn es nachher in der Abrechnung so aussieht, als wären die Gagen der größte Posten. Ich habe also immer gesagt, mach doch mal den Versuch und versucht bei so einem Blockbuster als Kalkulation eine Million anzusetzen. Dann lachen natürlich die Amis locker auf und gehen zur nächsten Firma, die sagt, okay, ich dampe, ich mache mal 980.000. So lange, bis sie die Wahl haben, so ein Angebot anzunehmen oder nach Polen zu gehen. Denn die wissen genau, wenn die also einen Blockbuster bei uns nicht deutschsprachig in die Kinos bringen, verzichten sie auf 85-90% der möglichen Einnahmen. Und das wollen die nicht. Also muss man ihnen klar machen, Leute, es gibt im deutschsprachigen Raum halt nur Deutsche, die synchronisieren können. Das macht aber keiner, traut sich keiner.